Herzlich willkommen bei unserem Kanal Paraguay Live. Ich bin der Pit und schaut euch das nächste Video an. Wie immer, abonniere den Kanal, um nichts zu verpassen und Likes nach oben. Bis dann. Heute 10 Kuriositäten, die ihr über Paraguay sicherlich noch nicht wüsstet. Denke ich mir zumindest. Ich selber war auch teilweise überrascht. Heute mit etwas bewölktem Himmel. Wie immer mit netten Palmen. Bleibt dran! Portrait Challenge. Ein Konkurs, was das beste Fleisch der Welt ausgewählt hat. In 2016 Paraguay zum ersten Mal dran teilgenommen und sofort die Silbermedaille gewonnen. Meiner Ansicht nach, es müsste auf jeden Fall Gold sein. Das beste Fleisch der Welt ist nämlich in Paraguay. Von Südamerika liegt einer der größten Nettoexporteure für Strom, und zwar Paraguay. Paraguays exportierter und selbstgenutzter Strom stammen zur Gänze, also zu 100% aus erneuerbaren Quellen. Also die Flagge Paraguays weist eine Besonderheit auf. Wüsstet ihr das? Und zwar eine unterschiedliche Vorder- und Rückseite. Auf der Vorderseite befindet sich das Staatswappen, auf der Rückseite das Sello de Hacienda. Also das Emblem zeigt einen sitzenden gelben Löwen von einer braunen Stange, die eine rote Jakobinermütze trägt. Über die Mütze befindet sich der Wahlspruch Paz y Justicia, Friede und Gerechtigkeit. Also der Guarani wird als einer der ältesten lateinamerikanischen monetären Währungen bezeichnet. Wenn man bedenkt, dass sie seit mehr als 7 Jahrzehnten nahezu unverändert geblieben und immer noch in Kraft ist, ist es eine tolle Leistung. Derzeit sind Banknoten im Wert von 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 und 2.000 Guaraníes. Einer der spektakulärsten Seen in Paraguay ist Ojo del Mar. Es befindet sich ca. 50 Kilometer von der Stadt Bella Vista im Departamento Amambay entfernt. Besonders für Geologen ist das sicherlich eine sehr interessante Sache. Bis jetzt alles gewusst. Aber es kommen weitere 5 Kuriositäten, die sehr interessant sind und ich wüsste auch nicht alle über Paraguay. Bleibt dran! Also in Paraguay gibt es 2 Amtssprachen, und zwar Spanisch. Und die zweite Amtssprache ist Guarani, also praktisch eine Indianersprache. Die meisten Einwohner sind mindestens zweisprachig. Also diese sprechen sowohl Spanisch als auch Guarani. Wobei man muss ganz offen sagen, dass die meisten in den Großstädten sprechen oder halt benutzen mehr Spanisch als Guarani.
Also der Paraguay-Fluss, Rio Paraguay, teilt im Prinzip das Land in zwei ganz verschiedene Zonen bzw. Regionen. Einmal die sogenannte Occidentalzone, also auch Chaco genannt, und auf der anderen Seite Oriental, da wo praktisch die meisten Paraguayer wohnen. Sonnentage, ich denke, daran kann man glauben. Also für alle diejenigen, die Sonne lieben, hohe Temperaturen, kann ich Paraguay nur wirklich wärmstens empfehlen. Es ist meistens wirklich super, top Wetter und die Sonnentage fehlen selten. Also das Pantanal ist eines der größten Binnenlandfeuchtgebiete der Erde. Obwohl das artenreiche Feuchtbiotop unter Naturschutz gestellt ist und seit 2000 zum Welterbe durch die UNESCO erklärt wurde, ist es durch Industrialisierung und Rodung leider akut gefährdet. Das Gebiet umfasst 250.000 Quadratkilometer, also ist fast so groß wie die Bundesrepublik. Volle Zufriedenheit bei Menschen, egal ob Kinder, Babys oder erwachsenen Personen, Frauen, als auch bei Statistiken, wo man letztendlich auch sieht, wo Paraguay steht, und zwar an der ersten Stelle. Also in diesem Sinne. Na, hat euch gefallen? Hat euch gefallen? Ich freue mich immer auf Likes, sämtliche Anregungen, Fragen oder andere Informationen, die ihr braucht, einfach bitte in den Kommentaren unten aufschreiben, da profitieren nämlich auch viele andere, die sich für Paraguay interessieren. Okay, also vielen Dank nochmal. Likes nach oben, Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, das Video zu teilen. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.